Lieber Herr Professor Seubert, eine neue große Tagung der Martin-Heidegger-Gesellschaft steht ins Haus. Wir haben noch ein bisschen Vorzeit, aber die wird sein am 24. bis 26. September dieses Jahres, wiederum in Meßkirch, und zwar mit dem Thema Was bleibet aber, stiften die Dichter. Das muss man jetzt ergänzen, aber wir haben ganz absichtlich dieses Kürzel genommen, weil es ja auch dieses Hölderlin-Zitat ja auch bekannt ist. Heidegger, Dichtung und Kunst. Lassen Sie uns mal eine Weile von dem überall gängigen, trivialen Begriff der Kunst absehen. Und natürlich weiß jeder im Grunde genommen, was Kunst ist. Sie haben 35 Leute gefragt und haben 35 verschiedene Meinungen. Dasselbe gilt für Fußballspielen, für die Politik. Jeder weiß genau Bescheid. Von diesem trivialen Begriff der Kunst wollen wir auf dieser Tagung ganz bewusst absehen. Und, aber wie kommt man dann an einen richtigen Begriff oder an einen interessanten Kunstbegriff? Beispiel Josef Beuys, der hat damals zum großen Erstaunen unserer Mitmenschen die Probleme dadurch versucht zu lösen, dass er gesagt hat, alle Menschen sind Künstler, alles im Leben ist Kunst. Und das hat er eben gerade leider nicht trivial gemeint, sondern das war eine ganz grundsätzliche Aussage von ihm. Allerdings ist dadurch das Problem gelöst, wohl weniger, denn wir haben jetzt wieder das Problem, wieder die Fragestellung, wie lösen wir dieses Rätsel der Kunst? Und ich meine, wir haben auf der Tagung natürlich keinen trivialen, auch keinen kunstgeschichtlichen Ansatz. Uns geht es auch nicht alleine nur um Gemälde oder Skulpturen, sondern wir werden ja den Blick auch auf Dichtung werfen. Was ist unser philosophischer Ansatz? Wie kommen wir dahin? Also wenn man bei Heidegger unmittelbar einsetzt, der in seiner Abhandlung Der Ursprung des Kunstwerkes ja vielleicht wirklich auch Maßstäbe noch einmal setzt, er sagt, Kunst ist das ins Werk setzen der Wahrheit. Diese grundlegende Wahrheit, diese Aletheia, diese Lichtung, die bei ihm eine so fundamentale Bedeutung hat, kommt im Kunstwerk gewissermaßen in eine bleibende Erscheinung. Es gab natürlich andere Kunstphilosophen. Eine bleibende Erscheinung? Eine bleibende Erscheinung. Also wer das einmal als bleibende erkannt hat, der weiß dann Bescheid. Es ist ja die Frage, ob das ein propositionales Wissen ist, das ist es nur sehr begrenzt, oder ob es wirklich auch eine jeweilige Erfahrung bedeutet. Mhm. Und da wäre man in einem fast hermeneutischen Feld. Gadamer hat das ja ähnlich ausgehend von Heidegger verstanden wie Partitur und Aufführung. Also das Werk ist erstmal da, da ist es ins Werk gesetzt, da ist auch gewissermaßen das Materiale und der Entwurf zusammengeführt. Aber die Erfahrung der Kunst ist jeweils eine neue und eine spezifische. Es muss aufgeführt werden, es muss erneuert werden. Aber eine jedes Mal neue Erfahrung, das hört sich für mich schon beinahe so an, als wäre die fast schon beliebig. Die ist heute so und morgen ist sie anders. Und dann haben wir auch verschiedene Orte und verschiedene Museen und Bestandführer. Ja, oder wie ist das gemeint? Sie ist zumindest perspektivisch verändert. Also ich meine, da werden wir wieder bei anderen Kunstauffassungen, die aber bei Heidegger irgendwie auch zusammenklingen. Ja? Jede Partitur ist erstmal ein Text, aber sie wird unterschiedlich aufgeführt. Eine Neunte von Bruckner ist eine andere bei Furtwängler und bei Günter Wand zum Beispiel, wenn man das vergleicht. Bis in die Tempi, bis in die Dauer hinein. Und sie ist auch bei einem und demselben Dirigenten oder Musiker eine andere an diesem und an jedem Abend. Man erkennt eine gewisse Werktreue, eine gewisse Konstanz, aber in der Konstanz, fast mit dem goethischen Begriff, die Dauer im Wechsel. Und das macht die Kunsterfahrung ja auch so faszinierend. Und wenn Sie einen großen Roman einmal gelesen haben in Ihrer Jugend vor 20 Jahren, was ja ein paar Tage her ist, dann lesen Sie ihn wieder heute. Dann lesen Sie natürlich dasselbe semiotische Gefüge, aber Sie lesen letztlich auch einen anderen Text, beziehungsweise ein anderer Erfahrungs- und Weltraum wird aufgeschlossen, der mit Ihnen auf sich wandelt. Auf jeden Fall oder nur zufällig? Könnte ja sein, dass ich nach drei Seiten sage,
Das habe ich früher als Student besser verstanden. Wahlverwandtschaften von Goethe beispielsweise. Das kann. Das ist ein schönes Beispiel. Ne? Das kann so lese sein. Lese denselben Text heute wieder und der kommt mir kompliziert vor, umständlich, aus der Zeit gefallen und wie auch immer. Ne? Also mit anderen Worten, es könnte ja sein, dass sich etwas früher Erschlossenes heute nicht so leicht wieder erschließt nach vielen Jahren. Das kann sehr wohl sein. Kann möglich sein. Ne? Das kann sehr wohl sein. Vielleicht auch, weil es einem selber die eigene Existenz eine andere geworden ist, vielleicht auch eine komplexere geworden ist, weil der Zeitenabstand ein anderer ist. Aber das würde ja gerade die These bestärken, dass es eine Dauer gibt und einen Wechsel in der Kunsterfahrung. Mache ich durchaus gerne mit diesem goethischen Bild. Sie lesen ihn anders oder nochmal gadamerianisch gesagt, Verstehen ist immer ein Andersverstehen und Neuverstehen, was aber auch eine Grundkontinuität voraussetzt, denn sonst könnten wir gar nicht vergleichend diese Erfahrungen aufeinander beziehen. Ja, das hört sich an wie ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Ne? Weil solche Formeln, wie Sie sie jetzt genannt haben, die kann ich ja nicht einstecken und zufrieden nach Hause gehen und sagen, so, jetzt warte ich mal auf mein neues Kunsterlebnis. Vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht. Ja. Also ich meine damit programmatisch in dem Sinne, dass ich mich auch darum bemühen muss. Das ist völlig es fällt klar. Mir ja nicht zu, es sei denn in großen Ausnahmefällen, wo ich vor einem Bild stehe und bin vollkommen konsterniert oder verunsichert oder wie auch immer. Ne? Diese Erfahrung gibt es natürlich auch, wo man wirklich das griechische Exeifnes drauf beziehen könnte. Dieses plötzlich, ein Kunstwerk fällt einen gewissermaßen geradezu an. Denken Sie an den archaischen Torso Apolls bei Rilke. Da sagt dieser Torso, kein vollendetes Kunstwerk, er sagt in seiner Bildlichkeit, in seiner Fragmentiertheit, in seinem Leuchten, du musst dein Leben ändern. Sowas kenne ich durchaus, auch hier in Rien, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, in der Fondation Bayerler, einer der schönsten privaten Kunstsammlungen, die es gibt. Mich hat Paul Klee bei dieser Klee-Ausstellung vor ein paar Jahren in einer Weise berührt, wie er mich nie vorher berührt hat. Und wenn man dann wirklich sieht, da geht etwas aus, also fast auch etwas Numinoses, eine Lichtkraft, eine Strahlkraft. Ähnlich ist es teilweise mit Dichtungen. Aber Sie haben auch, ich finde es sehr spannend, dass Sie das sagen, oder sehr interessant, dass Sie das sagen, es gibt auch Grunderfahrungen, die man später nicht mehr einholt, wo man es mal hatte, wo man sagt, da ist mir, bin ich in eine Konvergenz geraten mit diesem Werk und die erreiche ich jetzt in meinen späteren Jahren nicht mehr ohne und weiteres. Und umgekehrt genau, derselbe Fall. Genau so. Das kann auch sein, genau so. Werke, die damals verschlossen geblieben sind, können heute eine ganz neue, glänzende Kraft gewinnen. Absolut, Also Ihr Hinweis auf Paul Klee macht mich jetzt aufmerksam auf eine heideggersche Äußerung, von dem ja ab und zu verlangt worden ist, er soll sich doch mal mit moderner Kunst beschäftigen, also seine modernsten oder seine Äußerungen über die klassische Moderne beispielsweise, über Picasso, über Paul Klee sind eher rudimentär. Ja. Und wir verdanken ja dem Herrn Seubold eine ganz interessante Interpretation der Kleeschen Fragmente aus Heideggerscher Feder. Genau. Aber die sind wirklich, also da muss man einige Fantasie mitbringen. Es sind Fragmente, auch heideggersche Fragmente geblieben. Genau. Und er ist ja nie zu einem systematischen Ansatz gekommen, was moderne Kunst betrifft. Jetzt kommt unser Problem. Das heißt, wir müssen die Schrift vom Ursprung des Kunstwerkes anwenden auf die antike Kunst, die mittelalterliche, die neue Kunst, also auf jede Form von Kunst geht es überhaupt? Ja, es ist ja die Beispiele oder das Gedeutete dieser Schrift bewegt sich in einem relativ weiten Rahmen. Es reicht von dem Tempel, wobei der Tempel eben nicht nur als eine musealisierter Fries erscheint, sondern wirklich in dem Gesamtraum der griechischen Polis gedacht wird, was sehr faszinierend ist. Also eine der besten Arbeiten zu Heideggers Kunstphilosophie, würde ich sagen, ohne anderen zu nahe zu treten, stammt von dem Künstler und Philosophen Hubert Zowa, mit dem ich zusammen studiert habe in Erlangen in den 80er Jahren. Und Hubert Zowa hat eigentlich die Gebrauchsdimension, den Aufenthalt beim Kunstwerk, sehr stark ins Zentrum gerückt. Es ist das Volk, es ist auch
oder die Polis, die sich um diesen Tempel sammelt, wenn sie ihn in ein Museum ziehen, dann entziehen sie ihm gewissermaßen diesen Lebensgrund. Und das ist ein ganz wesentliches Beispiel oder ein Momentum. Auch das, was der späte Heidegger dann das Gefirrt nennt. Der Zusammenklang und die Entgegensetzung von Himmel und Erde, Göttern und Sterblichen, kulminiert gewissermaßen im Tempel. Auch bei den Fettstühlen von Joseph Beuys? Es ist ja durchaus so, dass Joseph... Ein Gefirrt. Ja, es ist ja durchaus so, dass Beuys, der jetzt 100 Jahre alt geworden wäre in diesem Jahr, einen Heidegger nicht ganz fernen Zugang hat, weil er von dem Lebensraum der Kunst ausgeht. Und da kann man nun sagen, manches ist Deklaration, manches ist auch Entscheidung von Museen oder Kuratoren. Also dieser berühmte Trivialsatz, ist das Kunst oder kann das weg, der sich da auch gestellt haben mag. Aber letzten Endes, und das beeindruckt mich an Beuys durchaus, der mit mir auch den Geburtstag übrigens teilt, was mich sehr bewegt hat, nicht das Jahr, aber den Geburtstag, ist sehr stark die Selbstkulturierung des Menschen und auch der Polis. Also, dass diese Kunst auch eine ökologisch-städtische Verankerung hat, einen Lebensraum erschließt. Das würde ich gerade auch bei modernen Künstlern sehr stark sagen. Und auch wiederfinden. Wiederfinden. Und da berührt sich vielleicht sogar die Moderne oder Hypermoderne mit antiken Mustern. Sie wissen ja auch, dass gerade diese Modernen sich bewegt haben in die elementaren Erfahrungen, auch in das Numinose. Und das hat Heidegger durchaus aufgenommen. Also Heidegger hat ja durchaus... Ohne es zu wollen. Ja. Vielleicht auch sogar. Er hat eben diese Schuhe von Van Gogh noch ganz detailliert analysiert, die wohl seine eigenen Schuhe waren, nicht Bauernschuhe. Und er hat den ganzen Habitus des Gehens, der Erschließung der Landschaft an diesen Schuhen aufgemacht. Mhm. Er hat den Brunnen von Konrad Ferdinand Meyer, das Gedicht über den römischen Brunnen, ins Zentrum gerückt. Das ist jetzt vielleicht nicht ultramoderne, aber er hat sich auch dann in seinen Dichtungsauslegungen natürlich zentral, das wissen wir alle, mit Hölderlin beschäftigt, wo dieser Gegenklang kommt und wo er bei Hölderlin auch eine Korrespondenz zu der griechischen Urerfahrung sieht, die sonst in der Metaphysik verloren gegangen ist. Erweitert aber sein Dichtungsverständnis auf Trakl, auf George, da ist er relativ nahe an der Moderne, an der hohen Moderne, streckenweise auf Rilke, dem er eher widerspricht, dessen Offenem und so weiter. Ben spielt unterschwellig eine Rolle, dieser wunderbare Klangkörper Bens, den ich sehr liebe, aber die sind zumindest aufeinander getroffen. Und dann gibt es die Begegnung und auch verfehlte Begegnung, auch im jüdischen Feld mit Paul Celan, über die man, Neugebauer, jetzt auch wieder Neueres weiß durch den Briefwechsel Heideggers mit Otto Pögeler. Stand ja Celan relativ nah, soweit man ihm nahestehen konnte, und hat Heidegger auch daraufhin sensibilisiert. Könnten Sie uns noch das ein oder andere Highlight sagen in Bezug auf die Tagung, die kommt? Wer trägt davor? Wir haben ja ein Riesenprogramm eigentlich. Eins interessanter als das andere. Verschiedene Sektionen gebildet. Wir können nicht alles darstellen, aber vielleicht so 3-4 Punkte. Ich will ein paar Dinge sagen. Ja. Sie stehen auch auf der Homepage. Und es ist in der Tat so, von diesen 3 Tagungen, die ich jetzt leiten durfte, diesen 3 großen Jahrestagungen, ist das die den meisten Zulauf hatte. Wo man auch sieht, Künstler, Kunstsoziologen, Kunstwissenschaftler haben an Heidegger nach wie vor, nehmen aus Heidegger eine Faszination. Also es beginnt durchaus mit einem interaktiven Modell, weil der Künstler und Kunsttheoretiker, der stark im chinesischen Raum geforscht hat und auch da ein Botschafter ist, Thorsten Schirmer aus Hannover, eine Ausstellung zeigen wird zu der Malerei des Zen-Buddhismus, teilweise zu Originalbildern, teilweise auch zu eigenen Bildern. Und er wird das Verhältnis Heideggers zu dieser zen-buddhistischen Kunst darstellen. Das ist etwas sehr Wesentliches, auch im ost-westlichen Gespräch. Etwas ganz Neues. Wir werden die Ausstellung haben und einen Vortrag von ihm ganz am Anfang. Und dann beginnt... Also eine eigene Kunstausstellung in der Tagung. Kann man so sagen. Toll. Was durchaus auch einer solchen Tagung gemäß ist. Nicht kunsthistorisch, aber in der Vollzugsweise der Kunst sich dem durchaus aussetzend. Dann haben wir Garcia Düttmann, was mich auch sehr freut, über Heideggers Deutung der Sixtinischen Kapelle. Er ist ja einer der großen Kenner und Vermittler von Derrida und in diesem Feld auch ein sehr bedeutender Kunstphilosoph, der das in seiner Weise auch in die neueren Kontexte hinein weiterspricht. Dann werden wir
über Epiphanien der Kunst einen Vortrag hören von Wibrecht Ries. Wibrecht Ries kenne ich nun auch seit vielen Jahrzehnten, der sehr stark eigentlich sein ganzes Philosophieren im Gespräch mit der Dichtung und etwas auch der bildenden Kunst ausführt. Wir werden das Thema Architektur haben. Der späte Heidegger hat ja einen großen Vortrag Bauen, Wohnen, Denken. Und da wird der Grand Old Man der Architekturphilosophie, Carsten Harriers aus Yale, was mich besonders freut, zu uns sprechen. Jochen Hörisch, den Sie auch sehr gut kennen, der tolle Bücher geschrieben hat über Dichtung und Moderne, Geld und Geist und so weiter, wird sich Heidegger aussetzen, auch gerade seiner Dichtungsauslegung der Trias, Hölderlin, Trakl, Celan und so weiter. Das sind mal Highlights des Anfangs. Man könnte das sehr viel weiterführen. Wir werden dann, das möchte ich noch ganz kurz sagen, am Samstagnachmittag 3 Sektionen oder 4 Sektionen sogar haben. Eine über Heideggers Moderne. Sie haben ja die Frage gestellt, ob Heidegger überhaupt zu der Moderne eine Sensibilität hat. Da legen sich ja erstmal Kunstphilosophen wie Adorno oder Benjamin näher als Heidegger. Aber wir wollen eben gerade Heidegger auch als Theoretiker, Philosophen der modernen Kunst deuten. Dann werden wir das Verhältnis Denken-Dichten aufnehmen, das für Heidegger ein Grundverhältnis war. Schließlich die Frage Bild, Ding und Sein. Das Bild, ja die Frage nach dem Ding, die über die Gegenstandserkenntnis der Transzendentalphilosophie weit hinausgeht, dass letztlich im Kunstwerk auch das Ding erst in seiner Dingheit erscheint. Sodass sich da also auch verschiedene konzentrische Kreise miteinander berühren. Es gibt dann noch 2 weitere hochinteressante Sektionen und ich hoffe, dass das auch wirklich in eine Korrespondenz tritt, in ein Gespräch tritt. Vielleicht nur noch eine grundsätzliche Bemerkung dazu. Man kann ja die Kunstphilosophie auch immer so etwas beurteilen, welche Paradigmen hatten die Philosophen vor Augen? Echt? Also in der moderneren analytischen Kunstphilosophie, Dantor, Goodman und so weiter, ist es sehr stark die Malerei, die bildende Kunst. Bei Adorno war es ganz elementar die Musik, ganz klar, die moderne Musik. Bei Walter Benjamin und auch bei Deleuze oder so ist es sehr stark das Kino, das bewegte Bild von Anfang an. Bei Heidegger ist es letzten Endes immer das Wort, zentral das Wort, und dann aber eben auch das Bild, das durch das Wort eine Auslegung findet. Man wird vielleicht sagen, die Musik war nicht seine Hauptdeutungskompetenz, aber man kann, und das ist vielleicht noch die Frage, die ich ganz kurz beantworten möchte, durchaus seine Kunst des Hörens auch anwenden auf die Musik. Das hat zum Beispiel Georg Picht in einer sehr tiefen Weise getan. Ja, genau. Sehr schön. Ja, das hört sich ja für mich jetzt an, als wäre das ein 14-Tage-Tag-und-Nacht-Programm sozusagen. Wir treffen uns aber am 24., um es nochmal zu wiederholen. Genau. Bis 26. September 2021 und freuen uns jetzt schon drauf. Das klingt alles total spannend. Ja. Jetzt macht den Heidegger Gesellschaft. Das sind ja sehr viele andere Aktivitäten, jetzt mal von der Schriftenreihe abgesehen, von der Jahresgabe abgesehen. Es gibt ja noch ein paar andere Tagungen, die wir so schon zum Teil hinter uns haben. Wollen Sie da in Erinnerung daran noch 1-2 Sätze Möchte sagen? Möchte ich auch ein paar Sätze sagen, genau. Wobei diese Publikationen, die Sie erwähnen, sehr, sehr wichtig sind. Ich meine es auch ganz wichtig, dass dieses Publizieren zutage treten einer solchen Gesellschaft ist. Wir hatten im Februar noch unter Covid-19-Bedingungen, eine sehr interessante Zoom-Konferenz über Heidegger und Kant. Die ist primär geleitet worden von Frau De Vita, einer jungen Kant-Forscherin aus Halle, Italien ursprünglich. Und wir werden auch dazu eine Publikation vorlegen, wo auch gerade jüngere Forscher Perspektiven auf dieses Verhältnis Heidegger-Kant lenken konnten, das sehr stark in den späten 20er Jahren aufbricht. Wo auch so eine Weichenstellung in Heideggers Denken mit in der Zwiesprache mit Kant aufleuchtet. Ja, wo sollte Philosophie sich positionieren in der Neuzeit, wenn nicht auch gegenüber Kant? Das haben wir sehr schön, denke ich, auch in diesen Beiträgen spiegeln können. Wir hatten jetzt vor 3 Wochen eine Tagung über ein wenig bekanntes Grundverhältnis oder Beziehungsgeflecht, nämlich Heidegger und Guardini.
der katholische Denker, Weltanschauungsphilosoph Romano Guardini, den Verband mit Heidegger eine jahrzehntelange Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung mit Aufs und Abs, wie sie diesen Freundschaften dieser Art gängig sind, auch zwischen einem Katholiken und Heidegger. Das begann interessanterweise in Rickards Oberseminar 1913 und es endet mit Guardinis Tod 1968. Und die hochgeschätzte Kollegin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, eine der führenden Denkerinnen die unserer Zeit und auch die Guardini-Biografin und ich, geben jetzt diesen Briefwechsel und die Zeugnisse heraus. Und dazu hatten wir in Meßkirch eine kleine Sommertagung, die auch ganz faszinierende Perspektiven eröffnet hat. Und mit einem Ausflug nach Beuron. Nach Beuron. Nach Beuron. Ja, wunderbar gewesen. Was die Heidegger-Leserinnen und Leser auch stark an den Briefwechsel mit Elisabeth Blochmann erinnert, mit dem Glockenschlag und den, Glockenschlag gibt es in Meßkirch auch, aber auch mit den Stundengebeten in Beuron. Und das ist überhaupt auch ein ganz magischer Ort. Edith Stein war ja dort, Guardini war dort, vermutlich unabhängig von Heidegger. Und Heidegger war eben auch dort und das hat ihn lange auch über seine Glaubensbindung hinein fasziniert und immer wieder hingezogen. Und wir werden dann noch mal kurz vor Weihnachten etwas ganz anderes haben, etwas sehr Klares, Logisches, nämlich eine kleine Forschungstagung über Heidegger und Frege. Frege, genau. Ja. Gottlob Frege. Was vor allem dann auch der französische Kollege Doriano mit organisiert, der einer der wenigen ganz ausgewiesenen Leute in der Frege-Community ist. Und das auch mit Heidegger zu verbinden, auch dieses mathematisch-logische, das Heideggers Denken ja überhaupt nicht fremd war, ist mir ein großes Anliegen. Ein Riesenprogramm dieses Jahr. Ja, ne? Man kommt jetzt man kommt aus der Höhle des Lockdowns jetzt raus und das sollte man ja auch nutzen. Ne? Ja, das ist eine wunderbare Möglichkeit noch bis zum Ende des Jahres. So ist es. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, meinerseits.